heftige Waffe, aber. Ich gerade. Ich habe auch in dieser Mission, glaube ich, gerade unendlich Munition. Seit 2.0 geändert? Ach so, okay. Na gut, ich kenne ja die Version 1.0 nicht, weil ist ja das hier mein erstes Mal. Aber das kriegen wir schon. Macht schon gut Schaden, aber die ist super schwer. Da können wir vielleicht verkaufen. Was ist das für ein Geräusch? Die ersten zwei Hauptmissionen gespielt und dann knapp 100 Stunden Nebenmissionen. Wow. Seit Release und ich muss sagen, 2.0 ist insane gut. Ja, für mich ist das halt jetzt quasi alles neu. Also ich kann es halt nicht vergleichen, wie es mal war und wie das jetzt hier ist. Euro, Dollar, Geld. Neues Hemd. Hier. Ich könnte jetzt quasi nur, wenn ich jetzt lesen mache, kann ich es direkt lesen, logischerweise. Aber ich würde die halt gern später mal oder offline. Weil ich finde, im Stream so viel vorzulesen, das dauert immer so lange. Der Tag, an dem der Tower fiel, im August 2023. Oh, kürzlich, Chat. Veränderte ein einzelnes Ereignis den Lauf der Geschichte. Obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkriegs geschah, berichteten die Medien wochenlang davon. Und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengte damals eine Atombombe, die den Arasaka Tower pulverisierte. Die Warnung der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Explosion tötete und verletzte tausende Menschen, zahllose starben an den Folgen der Strahlenvergiftung. Wie konnte der größte Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckt hinter dieser Katastrophe? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen wir zuerst den Kontext dieser Ära verstehen. Night City war in den frühen 2020er Jahren von einem Unwillen geprägt, der sich wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete. Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte, vor allem gegen Megakonzerne wie Militech, Biotechnica und das mit Abstand größte Hassobjekt Arasaka. Der japanische Waffenhersteller übte schon damals den größten Einfluss auf die Geschicke von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis ein- und ausgingen, vertraten die Ansicht, dass die Konzerne die Zukunft für sich allein beanspruchten und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hatten. Ironischerweise hatten sie ihnen die zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebt. Die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Diese Leute nannten sich zunächst Edge Runner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sie sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand. Jeglicher friedlichen Methode beraubt, das zu verändern, was sie als das System bezeichneten, griffen sie zu radikaleren Wegen der Selbstdarstellung, Mord und Gewalt. Eigentlich sollten die im Journal sein, aber wie du schon sagst, vielleicht gibt es ja jetzt ein Telefon. Gab es nicht ein Telefon? Also ich habe das nur mal, ist schon eine Weile her, mal bei meiner Moderatorin im Stream gesehen. Ich habe mir eingebildet, da gab es ein Telefon. Aber vielleicht verwechsel ich das auch mit irgendeinem anderen Spiel. Okay, war hier was? Hier, das können wir wieder benutzen. Ja, eine neue Nachricht. Beziehungsweise die hier. Wir vergessen nichts, du bist so gut wie tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versuch es nur, ihr Wichser. Dead.
Hab gutes Zeug hier. Hand von Zetatec mit Biosignatur, aber wir haben schon einen Jailbreak bestellt. Militech feststellbares Visier. Frag mich, wo der Penner das her hat. Arasaka Hormonregulator. Keine Biosignatur. Und ein paar andere Kuriositäten. Optik, Aktor und kosmetische Real Skin. Ja, ich hab's dann auch gemerkt. Aber es ist bestimmt auch für mich. Bestimmt auch für meine Augen bestimmt. Oh, der hat Loot. Habe ich ja fast übersehen. Chat, ihr müsst mir sagen, wo Loot ist. Ich übersehe das. So eine verfickte Scheiße. Oh. Erstmal gucken, wo Loot ist. Scheiße, wie? Du nicht. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Liegt in der Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Boah, ist schon ein bisschen eklig, das Ding sich aus dem Handgelenk zu ziehen. Sandra Dorset, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Okay. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check, oh, das war eine lange Suche. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie. Zieh dein Ding durch. Wir haben nur 3 Minuten, aber lass erst mal kurz noch Chat schnacken. Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo, fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Richtig gut Chica, gezielt. Bring sie nach draußen. Fuera, schaff sie raus, Terrasse. Ich kann nicht schneller. Hetz mich nicht. Muss gucken, ob hier Leute kommen. Böse Leute. Hier richtig? Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Weiten Sie den markierten Bereich. Meiden Sie den markierten Bereich! Oh, ich soll den meiden. Ich hab Angst! Patientin auf den Boden legen! So, halten die Waffen auf mich! 5 Schritte zurück! Jetzt! Hey! T-1000,
PT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Ich war das nicht. Ich habe nur geholfen. Ja, Julia guckt wieder ganz genau hin. Oh, sprich mit... Verschwinden wir. Ja. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Guck mal, ich habe noch einen Computer hier. Ich habe ein Date mit Misty. Und ich habe noch 3 Nachrichten. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, von kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy, hast sicher von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Net warst? Ja, ich auch. Ich habe dein Co-Prozessor gehackt und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst macht's Rums in deiner Birne. Ich denke, 1.000 Euro-Dollar sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, deinstalliere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jag ich deinen Kopf in die Luft, aber vorher den von der Person, die du am meisten liebst. Wenn du das NCPD rufst, jage ich deinen Kopf 2-mal hoch. Du hast 2 Tage zum Bezahlen. Ich weiß, dass du das liest, weil ich eine Spionagekamera in deine Optik eingebaut habe. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Der Preis ist nicht verhandelbar, Kumpel. Also antworte gar nicht erst. Bezahl einfach und du wirst überleben. Nette E-Mails, die ich immer so kriege. Dabei ist die Animation und die Models seit 2.0 eigentlich auch echt gut. Das haben die echt alles überarbeitet? Riesenrabatte auf Secondhand-Cyberware. Nicht verpassen. Ja, nee, das interessiert mich nicht so. Das ist dummer Newsletter. Muss ich mal abbestellen. Gefahr Night City. Ein Stalk am Nacken. Ein Killer, der es auf dich abgesehen hat. Wirft dir irgendein Freak komische Blicke und schlechte Vibes zu? Oder willst du deine persönliche Sicherheit einfach aufpolieren? Die Animals beschützen dich. Die Stärksten überleben. Das einzige Gesetz, das in Night City zählt. Werde zum König des Dschungels. Och, Jackie. Ich war hier immer noch nicht drin. 30 GB Patch. Okay. Das Spiel war ja insgesamt um die 60. Also ich habe um die 60 GB installiert. Hier kann ich, glaube ich, nichts machen, oder? Oh, hier. Militech. Ja, Jackie. Boah, Jackie mutiert gleich zu Bagley. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Ich auch, wie. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Halt T gedrückt, um auf das Telefonmenü zuzugreifen. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen, auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Ja, ich würde mir mal meine Wohnung angucken. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Loot.
Beckley hat die angenehmere Stimme. Ja, Jackie hat halt noch so einen komischen, weiß nicht, ist das Spanisch? So einen spanischen Akzent. Aber eigentlich ist, glaube ich, die Stimme von Jackie die Stimme von Joel, oder? Kann das sein? Die Stimme kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Hä, das ist doch nicht unser Auto. Sind wir aus dem Auto erst ausgestiegen? Ist aber nicht unseres. Vom Anfang. Ah ne, das ist ja auch 6 Monate später. Okay. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Mann, bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Ich aus der Puta! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, Pete! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Was denn? Ach du Scheiße! Festhalten? Mierda! Hab euch, Arschlöcher! Wie? Ziel auf Chingado! War was? Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie? Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ich wollte gerade sagen, wenn das hier abgesperrt ist, können wir ziemlich entspannt hier durchfahren. Okay, wir kommen raus, aber nicht wieder rein. Ja, das ist schon ziemlich bunt, ne? Oh, hier stehen... Verdammt, die verrammeln nicht alles. Hier stehen überall so Blockaden. Müssen wir hier schießen wieder? Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Systemstörung? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Ich glaube, war gut, dass ich nichts gesagt habe. Dann mal los. Danke, dass er zu seinem Mädchen darf. Einen schönen Abend wünsche ich. Mit einem Mädchen auf dem Beifahrersitz. Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Mhm. Und bescheiden, du weißt schon. Können wir hier einfach vorbeifahren, bitte? Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus.
weil das keine Bullen sind, sondern MedTech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Ah, Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Wir gucken uns das mal kurz ein bisschen an. Was ist das hier? Eine Packstation? Gucken wir uns mal noch ein bisschen die Stadt an. Später können wir das auch über... Achso, wir sind schon gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Diese Träume wie? Du. Grüß Misty von mir. Bin ich dein Mädchen? Hi, luego. Hallo, ist hier jemand? Oh. Aber das ist keine Heilung, ne? Nee, das ist irgendwelche Holobytes. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung deiner Netrunner-Fähigkeit. Und unser zweiter Gast. So schnell kann ich sie nicht laut vorlesen. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist, und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Karina, sag uns bitte, was genau... Nicola... Whatever... Ist, die wir nicht wissen. Burritos? Es sind wieder diese komischen Bytes. Kann ich mit denen reden? Ich will keinen Ärger. Sieht so aus, als ob ich Ärger mache. Das Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Ich hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören, oh ja. Burritos. Also ich will nichts sagen, aber als ich in Frankfurt war im Juli, lief da eine... ungefähr so rum in der Stadt. Hier wohne ich. Am kaputten Aufzug. Oh, gibt's hier bestimmt irgendwo Loot, oder? Man muss immer dorthin gehen, wo man nicht hin soll. Ich hätte gern so eine Taste, die ich einfach nur kurz drücke und die mir dann anzeigt, wo Loot ist. Okay. Habe ich sogar so eine Taste. Militär-Netrunning-Anzug. Hier ist Nicola.
Schade. Mehr erwartet. Okay, was ich ein bisschen schade finde, aber das könnte ich vielleicht in den Einstellungen nochmal gucken. Wenn ich hier anfange zu rennen, hört V erst auf zu rennen, wenn ich stehen bleibe. Also ich kann nicht einfach den Finger von Shift nehmen und dann läuft sie normal. Nee, sie rennt einfach die ganze Zeit. Geht es mal wieder zu? Over Substance. Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in V's Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden. Erstelle im Kleiderschrank in deinem Apartment Outfits, um das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern zu können. Ich habe tatsächlich 4 neue Nachrichten. Die Medien meint, Notary hat man erst schon. Pensi Nanogel, Betrugswarnung. Sie wurden angegriffen. Das hat man erst auch schon. Autofixer. Auf der Autofixer-Netpage findest du alle Fahrzeuge, die derzeit zum Verkauf stehen. Du kannst die Netpage am Computer in deinem Apartment oder an anderen Computern in Night City, die mit einem Null-Symbol markiert sind, aufrufen. Auf den Bildern der Fahrzeuge wird ein Symbol angezeigt, wenn es eine eingebaute Waffe hat. Okay. Wenn deine Street Cred steigt, werden auch mehr Fahrzeuge auf Autofixer verfügbar. Oh, die könnte ich mir kaufen. Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht das? Nirgendwo. Hier steht nicht genügend Geld. Okay, ich habe nicht so viel Geld. Das ist einfach nur quasi schon freigeschalten. Wegen von meiner... mit meiner Street Credibility. Oh, ich glaube, später möchte ich ein Motorrad haben. Okay.